Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Mein Name ist Eines, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, in dieser Folge machen wir natürlich wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben den Spinosaurus erweckt, also ausgebrütet. Zeige ich euch mal. Der ist irgendwo hier. Ne? Da, Niki heißt der. Der lebt hier bei den Pflanzenfressern in der Nähe. Ja, und bis jetzt benimmt er sich, hat noch gar keinen getötet. Ist zwar überfüllt für den Kollegen hier, aber ich glaube, das schafft er. Natürlich können wir jetzt versuchen, ihn irgendwie wegzubringen hier. Die Frage ist nur, ob wir das jetzt machen. Dann müssten wir ihn irgendwie hier rüberbringen. Das machen wir mal einfach. Wir nehmen mal das ACU-Zentrum. Das war hier. Und dann betäuben wir ihn einmal. Ne? Und schicken ihn weg. Eigentlich ist er hier echt, fühlt sich eigentlich... Also der integriert sich hier ganz gut, sagen wir es mal so. Problem ist nur, der mag das halt so nicht, weil das überfüllt ist. Nicht, dass er uns nachher hier irgendwo ausbricht, ne? Das wollen wir nicht, ne? Deshalb schicken wir ihn jetzt erstmal hier hinten irgendwo hin, zu den anderen, da wo nicht so viel los ist. Und dann gucken wir wegen dem Auftrag. Wir gehen mal auf... Jetzt, wo wir Sicherheit auch gepusht haben für den Indoraptor, Leute, gehen wir jetzt mal auf... Unterhaltung haben wir noch gar nicht so. Aufträge sind unser tägliches Brot. Oh, das ist doch leicht zu machen. Das ist doch leicht zu machen. Wenn nicht, haben wir das sogar jetzt schon gelöst. Fast schon. Einen Augenblick. Wir könnten hier natürlich noch so ein Beobachtungsgelände bauen. Aber hier ist ja eh nicht so viel los, ne? Außer eine Ziege. Und wegen der Ziege kommen die Leute ja nicht hier hin, ne? Also. Okay, der ist schon mal betäubt. Transport. Einmal weg. Weiter nach hinten. Guck mal, der Auftrag, der ist jetzt schon erledigt. Also das war echt easy. Und gleich ist der andere auch erledigt. Sehr schön. Dann wird er wegtransportiert. Und wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt den Tyrannosaurus Rex gegen den Indoking, also den Indominus Rex mal antreten lassen. Ne? Das wollen wir auf jeden Fall nochmal machen. In dieser Folge. Und ja, wir starten jetzt, Leute. Ich bin mal gespannt. Das ist auch ein OP Tyrannosaurus Rex. Hier die Werte. 444. Der Bewertung ist ein OP T-Rex und unser Indominus Rex, der hat eine Bewertung von, lasst mich mal gucken, 606, ne? Kampf verrufen halt, hat 101 gegeben. Ich weiß nicht, was dieser Wert bedeutet, aber vielleicht weil er die Kämpfe, durch die Kämpfe, die er gewonnen hat, er hat ja schon gegen den Diplodocus auch gekämpft, hat er auch gewonnen. Gucken wir, ob das was bringt. Wir lassen den einmal frei. Jetzt geht's los, Leute. Ne? T-Rex. Quasi. Der Papa. Von dem Kerl hier. Oder die Mutti. Das wird auf jeden Fall ein wahnsinniger Kampf. Ich bin mal auf jeden Fall richtig gespannt. Okay. Der geht schon direkt drauf, oder? Nö. Guck mal, der guckt ihn auf jeden Fall aber schon an, so, und der andere, vielleicht leben die ja auch irgendwie zusammen. Wir gucken mal, was der T-Rex sagt. Wir geben ihm den Namen, Lars. Wir nennen ihn einfach mal Lars. Und gucken mal, ob Lars seine Ruhe haben wird hier. So, Leute, der T-Rex geht erstmal was essen. Der hat auch ein bisschen, naja. Okay. Kein Interesse irgendwie, aber der hat bald richtig Hunger und dann bin ich mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wer überhaupt gewinnt so. Also das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Der hat halt eine höhere Bewertung. Ne? 600er Bewertung zu 444, meine ich, waren das. Ne? Das kann man halt jetzt noch nicht genau sagen, aber ich bin mal gespannt. Sobald der Kampf ausbricht, werde ich das schnell hier verfolgen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Sehr, sehr gespannt. Wir können ja nebenbei mal unser Expeditionstrupp losschicken. Ah, Leute, wir sind auch jetzt schon bei Folge 40 übrigens hier bei diesem Spiel. Also, ich bin auf jeden Fall baff, dass wir so weit es gebracht haben. Mein erstes Spiel, was ich jetzt so weit gebracht habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir für die ganzen Fehler und Unannehmlichkeiten, die zwischendurch mal vielleicht in Erscheinung getreten haben können. Oder zu Ohre getragen haben können, wie man das auch nennen mag. Ja, sage ich schon mal jetzt. I'm sorry, ja. Ich spiele das Spiel auch blind, das du nebenbei auch nochmal erwähnt.
drei Gegenstände. Was haben wir denn hier noch? Ja, deshalb, also hoffe ich, dass ihr da ein bisschen Nachsicht habt. Und ja, natürlich über einen Daumen, Kommentar, Abonnement, freue ich mich auch immer. Im Moment noch nicht so viel los, aber wer weiß, in Zukunft könnte sich das ändern. Ich werde auf jeden Fall aktiv dran bleiben. Falls einer zuguckt, kann er ja mal sagen, welche Projekte er gerne sehen will. Das kann ich dann auch mal anspielen oder ein Let's Play so wie hier machen. Schauen Sie sich das an. Ein neuer Auftrag, das easy. Easy machbar. Was passiert denn hier? Wer stirbt denn gerade? Ups, was haben wir hier? Oh, 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 oh. Der Kampf ist ausgebrochen, Leute. Lars kriegt schon aufs Maul. Oh, beide niedrige Gesundheit. Oh, oh, Indominus Rex. Indominus Rex gewinnt, glaube ich. Heilt. Okay. Oh, er haut ab. Indominus Rex haut ab. Okay. In Panik. Ach, meine Güte. Ich hoffe, der wird jetzt nicht gefressen, Leute. Ich dachte, der T-Rex gewinnt. Was ist denn hier los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir werden die mal heilen. Ne? So viel Fürsorge muss sein. Ne? Suchen wir mal einen guten Ranger-Team aus hier. Oh. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die kämpfen. Da kam auch irgendwie keine Meldung. Oder ich habe sie nicht gesehen. Mann, Mann, Mann. Das ist aber nervig. Achso, das kann man auch nochmal auffüllen. Und das bitte einmal auffüllen. Dann ist der auch schon gut ausgelastet hier. Und dann können wir hier noch ein Ranger-Team für die anderen losschicken, ne? Warte mal. Da. Dann hier, guck mal, hier haben wir auch ordentlich was zu tun. Die einmal auffüllen. Und die bitte. Ja, Leute, falls ihr neue Projekte irgendwie was sehen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Nochmal als Werbung nebenbei, dann können wir das gerne anspielen. Jetzt wird die gleich geheilt. Yeah. Ja, ich hoffe, die schaffen das jetzt doch irgendwie zum zu überleben. Schaut mal, die haben sich so weit bekämpft, dass man sagen muss, dass sie trotzdem sich tolerieren gegenseitig, ne? Die sagen so, okay, er ist genauso stark wie ich oder wenn nicht sogar stärker, hat der andere Respekt vor dem. Aber wie es ausschaut, ist der T-Rex freundlicher gegenüber dem Indoking, weil der Indoking hat wahrscheinlich angegriffen, hat aufs Maul bekommen. Und ja, weil der Lars, der lässt ihn ja in Ruhe. Okay, jetzt geht's los, Leute. Gucken unser Ranger-Team, dass sie überleben. Oh, was macht der denn? Der wird jetzt geheilt. Okay. Jetzt den Rex einmal. Und jetzt kämpfen die auch bestimmt direkt, ne? Das wäre es jetzt. Oh ja. Auf jeden Fall ist der T-Rex sauer. Oh oh. Oh oh, Leute. Oh Mann, jetzt kämpfen die schon wieder direkt. Oh 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 oh. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, der T-Rex hat schon auf die, um die 30%. Oh Mann. Oh Mann, ich glaube, das macht gar keinen Sinn, einen von denen immer zu heilen, weil die kämpfen ja doch dann immer wieder, ne? Mal gespannt, wer gewinnt. Der Endoking ist ein bisschen vorsichtiger, glaube ich. Wenn der jetzt einmal gebissen wird, haut der Endoking bestimmt gleich wieder ab, Leute. Und der T-Rex, ja, der ist schon unter 50%. Oh, 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 oh. Der Endoking rennt nicht. Oh, Mann. Die tolerieren sich auf jeden Fall nicht gegenseitig. Guck mal, der Endoking haut jetzt ab wieder. Okay, ich hoffe, der T-Rex beruhigt sich jetzt auch. Aber ich finde es ja mal cool, dass sie sich gegenseitig so, ne, tolerieren. Ne? Wir lassen mal beide so weiter. Wahnsinn. Guck mal, der haut jetzt voll ab. Vor dem. Was braucht er denn? Mhm. Okay. Sieht es bei dem aus? Ja, bei dem ist auch ganz gut. Außer Gesundheit halt bei beiden. Ich habe wegen Hunger und wegen Durst mal geguckt. Wasser ist bei dem jetzt. Aber trinkt er jetzt. Okay. Wisst ihr was? Wir lassen die erstmal. Das ist auch sehr interessant da, muss man ja schon sagen. Aber wir müssen jetzt auch mal nebenbei hier weiterkommen mit dem Expeditionsteam. Hier können wir auch mal. Hier nochmal. Oh. Was passiert hier? Oh, Leute. Der Triceratops gegen Spinosaurus. Oh, oh. Spinosaurus gegen Triceratops. Sehr interessant.
sehr interessant. Ich glaube aber, Skino gewinnt sowieso. Ja. Ich glaube, Triceratops ist schon fast tot. Oh, Leute, Leute, ach. Was für eine Folge. Die Folge der Toten. Auf jeden Fall passiert hier sehr viel im Moment. Wir nehmen mal schnell Aufgaben in Bayern. Der Sieger steht schon auf jeden Fall fest, bevor einer überhaupt gestorben ist. So kam es mir auf jeden Fall vor. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Oh, das ist doch frei. Easy. Das machen wir auch. Ja, weil der Spinosaurus ist halt einfach stärker, ne? Ist halt ein Fleischfresser. Oh, oh. Er hat aufgefüllt. Okay. Naja, irgendwie müssen die sich ja doch alle mal vertragen, ne? Natürlich, zwischendurch einen toten Dino gibt es immer mal, aber ich glaube, das gehört irgendwie schon dazu. Wir haben ja so eine Insel jetzt, ne? Wo die Dinos alle frei rumlaufen sollen. Sehr schön, dann haben wir ein paar Fossilien hier und hier Aufgabe bald erledigt. Guck mal, wir haben 43.000 Leute, es läuft und läuft und läuft. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit dem Indoraptor noch anfangen. Ich weiß nur nicht, dazu bauen wir auch noch ein Gehege extra hier, so. Ja, damit wir die erstmal alle trennen. Ja, sicher, sicher, wollen wir nicht irgendwie Dinos haben, die besonders groß durchdrehen hier und für viele tote Dinosaurier sorgen. Sagen wir es mal für Massaker hier sorgen, ja, das ist eher das richtige Wort dafür. Machen wir mal so. Dass das ein eigenes Ökosystem quasi für sich ist hier. So. Ja. Warum nicht? Machen wir mal so. So. Und ja, wir haben erstmal die Fossilien hier. Wir machen das erstmal hier. Diplodocus haben wir schon auf 100. Oh, der ist schön. Sauropelta-Fossil. Okay. Sieht irgendwie hübsch aus. Aufgabe erledigt. Beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das blieb nicht unbemerkt. Schicken wir nochmal den Heli los. Wir sollten das immer tun, weil jetzt können wir uns das auch ohne Ende leisten. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Komm, gehen wir da. Weil das gelb ist, da wollte ich ja mal hin. Ich weiß, dass Sie neue Dinosaurier ausbrüten, aber seien Sie verantwortungsvoll. Jedes Leben ist kostbar, selbst wenn es vor Millionen von Jahren begann. Warte mal. Wir machen erstmal ein paar Dinosaurier hier. Ein paar Pflanzenfresser. Cicentaurus haben wir noch gar nicht. Wir haben jetzt auch 60% Upgrade hier durch den Dings. Durch das Labor. Deswegen können wir ein bisschen auch gucken. Parasauropulus. Ja, machen wir mal ein paar. Von dem brauchen wir ein paar mehr, ne? Machen wir von jeder Farbe erstmal ein. Erstmal so ein Standard. Dann Rest auf Max Bewertung, Leute. Soweit es geht. 60 haben wir. 60% haben wir, nicht vergessen. Nee, das ist irgendwie nicht so gut. Hier 62 Bewertung plus die 60 mit dem 18. Das sind 78. Nehmen wir das hier. Das können wir riskieren gerne. Dann brüten wir den einmal aus. Dann Dino Nummer 2 mit einer anderen Misterung. Achso, habe ich jetzt das falsche Dino. Warte mal, wo war der? Parasaurophilus. Wo war der denn jetzt? Da. Kriegt er eine andere Farbe. Grün den aus. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Oh, wir haben nicht so viel Platz mehr. Okay, lassen wir das mal so. Oh, ach so, eine Krankheit ist ausgebrochen. Sehr schlimm. Ja, Ranger Team. Sofort Ranger Team. Und zwar, das kann... Ah, das wird schon aufgeführt. Oh Mann. Das macht mir echt Angst da, ne? Mit dem T-Rex und dem anderen zusammen. Oh, das ist gleich hier am Anfang. Nehmen wir lieber einen anderen Ranger Team. Warte mal, das war hier. Und Moment. Bestätige Aufgabe. Sonst was? Oh, der Ding auch mal heilen. Dann gehen wir jetzt mal zum Fossilien hier. Ja, Leute, dieses Projekt endet jetzt bald.
Also jetzt meine ich ja vielleicht nur 1, 2, 3 Folgen. Mal gucken, wie weit ich dann noch was zu entdecken gibt hier. Ne, wollen es ja auch nicht übertreiben hier. Wollen ja eigentlich reingucken. Na, okay, den muss ich nochmal machen. Ja, deshalb, wie gesagt, könnt ihr in die Kommentare mal schreiben, welches Spiel ihr gerne sehen wollt. Ja, auf jeden Fall ist, wie ihr seht, es gibt nicht mehr viel zu tun. Wir werden noch den Indoraptor natürlich machen. Da sind wir ja schon dabei. Moment. Apropos. Indoraptor. Harmut Entwicklungslabor erstmal. Kann ja auch hier auf der... Ah ne, wir müssen das ja mit dem Weg verbinden. Ne? Ah. Muss ich das irgendwie hier machen? Dieses Harmut Entwicklungslabor ist immer... Ja, dann hätte ich das ein bisschen schmaler machen können. Ärgerlich, das ist ein bisschen eng hier. Ja. Achso, hier ist Wasser deshalb, oder wie? Moment. Dann machen wir das einmal weg hier. Hier, guck mal, hier ist auch noch voll Wasser. Dann machen wir das alles weg hier. Und dann versuchen wir es nochmal. Wir müssen noch so eine Beobachtungsgalerie auf jeden Fall reinkriegen hier. Das Wasser, da machen wir auch mal weg. So, und jetzt, wenn das jetzt nicht geht, Leute, dann bin ich echt ratlos. Müssen wir ein bisschen größer umbauen. Ja, wir müssen ein bisschen größer umbauen. Mensch, das ist ärgerlich. Wegen dem Strom, ne? Stromdings. Warte mal, ich reiß das mal kurz ab. Dann. Gehe, schnell bauen. Ja. Sie haben unseren Jungdinosaurierbestand wieder aufgefüllt. Oh Mann. Wir mit 100% Effizienz, das hat auch nichts gebracht. Ah, da war. Guck mal, so können die es bauen. Wieso nicht so, Mann. Ah. Ärgerlich. Wisst ihr was? Dann gibt es keine andere Lösung. Außer umzubauen. Und das machen wir so. Erstmal ziehen wir uns hier so ein Stück weg. Dann nehmen wir noch so ein Stück. Dann wird das hier... Okay, das war ein bisschen zu lang. So. Oh Mann, ich hoffe, die kommen da nicht jetzt rüber nachher. Wir machen das mal zur Sicherheit ein bisschen mehr zu hier. Sicher auf jeden Fall. Weil wir hier nachher einen Weg noch bauen werden. So, dann reißen wir das einmal ab hier. Gehege, Harmut Entwicklungslabor. Ah, Moment, ich habe was verkehrt gemacht. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich hab's gleich. So. Dann wird das abgerissen. Das kann drin bleiben, ne? Ist das erweitert auf der Station? Mit Fleisch. Also, guck mal, das machen wir trotzdem weg, weil das nicht zu nah am Beobachtungsgalerie nachher ist. Weil die wollen noch eine Beobachtungsgalerie irgendwo bauen. Dann kommt das alles auch weg. So, meine Freunde, dann kommt der rein hier. Oh, ich hab... Oh, oh, das ist aber echt knapp, ne? Das ist aber echt knapp. So habe ich mir das aber ungefähr vorgestellt gehabt. Ich brauche nur noch das irgendwie mit dem Weg verbinden. Ah, guck mal, das passt gerade so. Sehr geil. Da haben wir richtig Glück. Dann kann das auch abgerissen werden. Hier habe ich noch dran gelassen. Können wir vielleicht noch 1, 2 Läden hinklatschen. Bisschen platzsparend hier bauen. Dann geht das schon. Na, guck mal. Und jetzt, Leute, bauen wir so eine Beobachtungs- oder bauen wir so eine Beobachtungsplattform. Okay, das bringt aber nicht so viel. Aber eine längere Reichweite. Wir könnten hier so eine bauen. Oder hier. Plattform wäre auch gar nicht so schlecht. Haben wir noch gar nicht. Wir können ja hier ein... Ja. Oder hier. Ne, komm, wir machen mal noch oldschool-artig so eine Beobachtungsgalerie. Die hat ja mehr... Obwohl. Moment mal. Beobachtungsgalerie wäre ich hier... Turm wäre hier halt geiler, ne? Irgendwie... Also hat höhere Reichweite, so irgendwie, ne? Machen wir so ein. Ja. Ja, haben wir halt so einen toten Winkel, das mag ich halt nicht. Wir machen es trotzdem.
Dann mache ich noch so eine Beobachtungsgalerie. Dieser Auftrag könnte unseren Schräg so, ne? Ja. Dann haben wir fast alles abgedeckt im Gehege. Hier sind ja auch mehrere Tiere wahrscheinlich drin. Diese Raptoren kann man in größeren Gruppen halten. Also zumindest diesen Indoraptor, ne? Hoffe ich, dass das auch geht bei dem. Also bei dem normalen geht es ja sowieso. Das sind ja Herdentiere, aber das mit dem... Einen Moment, ich mache schnell den Indoraptor schon mal starten. Oder warte mal. Wir heilen erstmal die Krankheiten hier, Leute. Das rudert sonst alles hier aus der Kontrolle. Das machen wir erstmal so. Oh, das ist aber sehr schlimm. Oh, 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 meine Freunde. Dann nehmen wir nochmal Team Nummer 2. Aufgabe hinzufügen. Warte mal. Das. Und dann kannst du auch nochmal auffüllen. Und hier hinten ist alles gut, oder was? Ja. Scheinbar. Ach so, hier brauchen wir noch was zu essen drin. Wasser, ne? Das können wir das ja machen. Wasser können wir hier irgendwie. Dann Futter. Futter, Futter, Futter. Erweiterte natürlich. Erweiterte Futterstation. Machen wir mal hier so mittlich. Oh. Kraftwerk abgestellt überall. Oh mein Gott. Unterhaltungsabteilung. Eine von der Unterhaltungsabteilung. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Das wollen wir vermeiden. Oh Mann. Also, wie wär's, wenn sie einfach ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Oh Mann. Wie lange sind die denn jetzt? Oh, Leute, 6,5 Minuten sind die Kraftwerke jetzt außer Betrieb gesetzt. Oh Mann. Naja, das ist dann halt so. Ich würde dann hier an dieser Stelle erstmal einen Cut machen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge mit reinschaut. Und da versuchen wir mal den Indoraptor endlich mal zu machen, ne? Gehege haben wir schon gebaut für den Indoraptor. Als nächstes würde ich dann, wenn Strom wiederkommt, auf Indoraptor gehen. Bis dahin, Leute, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank und würde mich über einen Kommentar, Daumen und Abonnement freuen. Ansonsten, Leute, passt auf euch auf. Ich bin raus. Peace and out.